Hey, willkommen bei Looky Looky, der Show mit der Brillenkamera und einem Gast. Und zwar treffe ich heute das Busenwunder Palina Power. Verabredet sind wir im Borchert. Borchert, im Borchert. Geht in der Boulevardpresse immer so als der Promi-Treff. Ist aber in Wirklichkeit eigentlich nichts anderes als eine Schnitzelbraterei, in die Leute gehen, die aus München betrachtet prominent wirken, aber in Wirklichkeit einfach nur arbeitslose Schauspieler aus Serien sind, die keine Sau je geguckt hat. Ja, und deswegen fahre ich ja heute auch dahin. Luke! Hey, hey! Und Klappe zu auf Knopfdruck. Das habe ja nicht mehr ich. Nils, hallo. Bist du ja endlich. Ja, dann bin ich endlich. Toll siehst du aus. Dankeschön, du auch. Hab ich auch gemacht. Vicky Leandros. Habe ich schon gesehen. Okay. Sie wurde einmal in einem Buch sehr nett beschrieben. Vicky Leandros, die aussieht wie die Mandarine von vorletzten Weihnachten. Oh, du Vicky. Der will ein Autogramm haben. Vicky. So was esse ich denn? Ich glaube, ich esse einen Fisch. Aber du bist aus Russland, oder wann bist du denn hierher gekommen? Mit 6. Mit 6? Aus St. Petersburg. Damals noch Leningrad. Ich hatte mal eine Freundin, die kam aus Hamburg, ist aber nach Russland, nach Moskau und hat da Russisch gelernt. Ich glaube, sie hat mich dabei betrogen. Auf jeden Fall habe ich die ganzen russischen Geschlechtskrankheiten gehabt. Was sind denn die russischen Geschlechtskrankheiten? Ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall war alles geschwollen und grün. Grün? Das kommt immer von Tschernobyl rüber gewesen. Ne? Und wie ist denn die russische Frau so? Kocht. Räumt auf, sieht Bosch, immer top aus. Ja. Brüde? Nee, die sind nicht unbedingt Brüde, sie sehen einfach immer verdammt gut aus. Sie haben immer High Heels an, aber das heißt nicht, dass die irgendwie billig sind oder nicht gut ausgebildet. Oder, also, das Tolle ist, die sehen billig aus, sind sie aber nicht. Ja? Also eigentlich Traumfrauen. 18 cm Absätze, finde ich, unterstreichen die Würde einer Frau. Ist doch voll in Ordnung. Und hier wird man halt komisch angeguckt, wenn man sowas trägt. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Bist du auch ein großer Stalin-Fan? Spinnst du? Was fragst du mich denn da? Bist du ein großer Adolf-Fan? Groß wäre jetzt übertrieben. Ich bin halb Jüdin, ne? Ja? Ja. Wie geht das eigentlich, dass man halb irgendwas ist? Na, dass der Papa Jude ist. Und bist du aber einfach kein Jude. Nee, aber das Ding ist, dass in Russland, ja, ich weiß, aber in Russland, oder besser gesagt in der Ex-Sowjetunion, gilt ja Judentum als Nationalität. Ja, stimmt. Ist ja keine Religion. Und deswegen ist man dann auch Halbjude. Aber du machst eigene Partys? Genau. Yum-Yum. Yum-Yum. Yam-Yam. 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 Yam-Yam, Yum-Yum. Also ihr macht es quasi als Paar, als Ehepaarfeier? Als was? Als Ehepaar. Nee. Nee, als Freunde. Als Pärchen. Hör auf. Magst du alles nicht? Nee. Warum nicht? Klingt alle irgendwie muffig. Ja, oder? Das ja, ein ist bisschen doch auch. Finde ich auch immer. So durchgenudelt, wie Lena Meyer-Landrut oder so klingt das dann. Ist sie durchgenudelt vom Rad? Nein, ne? Nicht. Nein, die ist schon gut. Die macht das nudelt, gut. Nudelt die durch? Nee, das will ich auch gar nicht wissen. Diese Vorstellung ist ja grauenvoll. Ich bin mir vor, dass wir den Porno auftauchen wie der Rab. Die Lena bumst. Palina Power. Die ist ja nur mein DJ-Name. Ich mixe, ja? Und es war ich auch, total oft. Was mixst du denn? Was mixen? Mixen, ja, ja. Hm? Ach so, nee, mach ich nicht. Kochst du zu Hause? Mhm. Dann müssen wir ja eigentlich das nächste Mal bei dir kochen. Ja. Nee, du kochst, ich deck den Tisch. Den Tisch deck ich schon jeden Tag. Du Deckkater. Ich bin der Deckhengst von meinem Tisch. Das Einzige, was der deckt, ist der Tisch. So schlimm ist das mittlerweile, ja. Ich habe ja sehr oft die Schule gewechselt. Ich war auf 10 Schulen. Warum? Und weil ich immer umgezogen bin. Okay. Und wegen dem weil Sport. Weil du umgezogen hast. Weil ich umgezogen war. Ich meine halt dieses Vorstellen, weißt du, dann war man halt wieder neu in der Klasse, dann musste man sich wieder vorstellen und da kannst du wieder keinen Schwanz, kein Schwein. Und du musst jeden Schwanz wieder mühsam neu kennenlernen. Das war schon schwierig, so als 8-, 9-Jährige. Ich meine, der gehört Papi. Oh, hör auf! Soll ich dir was mit dem Kugelschreiber auf deine Jacke malen? Nee, danke. Die Jacke habe ich, seitdem ich 13 bin, deswegen bitte nichts. Die geht halt nicht mehr zu. Daran merkt man das. Bist du dick geworden? Nee, oben.
75, ich kann das raten. Ja. 75 stimmt wahrscheinlich schon nicht, ne? Doch. Dann D. E? 75 E? Doppel D, E. 75 E? Voll das Problem. Den und hast 36. Du 34, 36. Das haben normalerweise nur Frauen mit operierten Brüsten. Ich weiß. Das ist voll krass, ne? Das ist meine jüdische Oma. Ich, hab nämlich auch so, ich bin Juden, ja total Juden schmal. Haben Juden gerne mal große Brüste? Ja, große Brüste und große Ärsche. Echt? Ja, ist du so. Du hast keinen großen Arsch? Nee, hab ich nicht. Ich hab halt so eine komische Figur. Du hast ja erst ein großes Gehirn bekommen. Ja. Ja, nee, also ich hab total die Figur meiner jüdischen Oma. So, ich habe eine Taille, eine ziemlich starke, die man jetzt nicht sieht. War auch ein langer Winter. Ja. Ja, mach. Du sagst Stopp, ja? Ja. Man sagt ja, Dolce come la more, e nero come, ja. Schwarz wie der Teufel, süß wie die Liebe. So, mach. Danke. Ich bin sehr süß. Vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ich danke dir jetzt für die Freunde, Einladung. Ne? Ja, jetzt sind wir ganz dicke Freunde. Ganz dicke Freunde. Wann haben wir unser nächstes Date? Ich habe ziemlich oft Hunger. Tschüss. Ciao. Der Joko oder der? Oder Klaas. Klaas. Stell dir mal vor, du wachst nee, mal auf. Ja. Du bist von einem von beiden schwanger. Nils, was sind denn das für komische... Das ist ein Gedankenspiel. Würde ich sofort abtreiben.